amazing. Sag mal, Dr. Whitehouse, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Obamacare und Trumpcare? Sollten zwischen Kommunen und Kommunalaufsicht, um die Aufgaben vor Ort effizienter, unbürokratischer, bürgerfreundlicher. Man ist sich nah und man bekommt die Aufmerksamkeit seines Gegenüber. Und deshalb zur Einstimmung. Für den Tag der Umarmung. Antenne Onna. Lothars Hit des Tages. Gary Moore und... Schlechter Nachrichten sein. Ich habe gedacht, du sprichst mich jetzt auf irgendwas anderes an mit Schreiben. Ich schreibe ja übrigens auch gerade, finde ich selber sehr interessant, an einem Wetterbuch, das ist... Denn an diesem 29. Juni ist der Tag von Kuhn. Menschen, die kommen viel beinahe heute nicht ins Büro. Sula Schumann ist Geschäftsführerin einer Firma in Osterode im Harz und sie nimmt ihre beiden Go... Sie kommt im Moment vor allem so rund um Arnsberg, Ostwestfalen-Lippe am... Nur ein paar Regentropfen, vor allem vom Bergischen bis in den Rhein-Sieg-Kreis da bei Overath. Kommt mal ein bisschen was runter, aber jetzt erstmal ist Ruhe. Das wird dann heute Nachmittag so sein, dass Schauer und Gewitter wieder unterwegs. Taking pages from a magazine.
Fenster. Und Familienpatriarch, seine 50-jährige Frau. Het hoge auto op de ring de A10 Amsterdam Noord richting Den Haag. Tussen Cadoen en Amsterdam Hemhavens 3 kilometer. Noch einem Schuss Western. Die Geschichte spielt nämlich während des amerikanischen Bürgerkriegs Mitte des 19. Jahrhunderts und da wird hinter den Toren eines ja ganz abgelegenen Mädchenpensionats. Die Frauen sind alle, nennen das, ziemlich erhitzt, also nicht nur von der jemanden kennen oder selber so schräg drauf sind. Ich würde gerne wissen, was ist denn Ihr Kantinenlieblingsgericht? Ja, ist es der Farmersalat? Ja. Salat? Nein, da sehe ich keine Begeisterung. Rufen we
We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Andrea Wolf hat nochmal so ein, wie heißt die Filme da aus hier USA, Hollywood-Film mitgebracht. Die Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk um jetzt gleich 6.51 Uhr. Hunderttausende Rechner hat der Computervirus. Doch positive Seiten. Die Bedeutung des Paketboten. Er kommt 10-mal am Tag und bringt dir Bestellungen vorbei. Du freundest dich mit ihm an. Er ist die Fenster zur Außenwelt. Er gibt dir Ratschläge. Sieht gut aus. Paketzusteller sind die Popstars der Zukunft. Wir werden alle abhängig von ihnen sein. Sie haben die dicken Autos und die hübschen Mädels mit den langen Beinen, die dich niemals anschauen werden. Also, wenn du in Zukunft was werden willst, werde Paketbote. Und ich gebe dir die Chance, jetzt zu trainieren. Kannst du diesen Liebesbrief Claudia vorbeibringen? Jetzt ein isoliertes Refugium für ein paar Frauen ist. Die Natur wuchert. Rumhängen, genervt sind, wenn andere Leute ihre Urlaubsbilder posten. Über 60%. Warum das denn? Das weiter habe ich nicht gelesen. Das müssen wir uns drum kümmern nach 7. Nur 2,94 Euro, zuzüglich Pfand. Der Donnerschlag ab Donnerstag. Reklame. Einfach einen Moment hinlegen und Energie tanken. Und dann? Einfach.